Hallo, das ist meine Weihnachtsbotschaft an alle meine Freunde und Menschen, die mit mir zu tun haben. Aber zunächst einmal weg mit dieser Weihnachtsmann-Romantik, denn ich habe nach fast 3 Jahren galoppierenden Corona-Maßnahmen-Wahnsinns und einem guten Dreivierteljahr Wahnsinn mit allen Dingen, die im Zusammenhang mit dem Konflikt in der Ukraine stehen, eigentlich nur einen ganz großen Wunsch, dass denjenigen, die denken, sie hätten die Macht über uns, dass denen endlich einmal die Schuppen von den Augen fallen und sie draufkommen, dass sie nicht die Herrscher der Menschheit sind, nicht die Bestimmer über das Leben anderer, sondern dass diese anderen ein Recht haben auf Menschenrechte, auf Freiheitsrechte und auf ihre Grundrechte. Und wenn die Mächtigen, die glauben, sie sind die Mächtigen, dieses erkennen würden, dann wäre der ganze Wahnsinn bald vorbei. Das ist mein einziger Wunsch dieses Jahr zu Weihnachten. Euch persönlich wünsche ich, dass ihr und eure Familien und eure Lieben gesund bleibt, dass ihr keine Existenzsorgen haben mögt. Und das ist ja in der nächsten Zeit sowieso schon eine sehr große Herausforderung. In diesem Sinne, frohe und besinnliche Festtage und das Bestmögliche für 2023.